Ja, Die ey, sind die, immer wann sind die nicht knapp. drauf? Aber ich frage mich, wie das bei dem. Wie hat der das hingekriegt, dass er innerhalb von kurzer Zeit um einiges an Abos gestiegen ist? Ja. Läuft bei ihm, würde ich sagen, ne? Ja, weil Ich das glaube, sind. ich glaub, ich weiß, wie er es macht. Jeden Tag einfach streamen. Das Ja, kann allerdings. und er macht immer gute Witze auch. Das macht's auch dazu. Vielen gefällt das. Er macht Witze? Das habe ich aber noch Ja. nie gesehen. Noch Na, nie. sein Lachen und so halt, ne? Ach so. Also du meinst, er kommt sympathisch rüber. Ja. Aber Leute, Lesse kommt auch sehr komme ich auch sympathisch sympathisch rüber. rüber oder bin ich eher unsympathisch? Ha Nee. haut mal rein hier in den Chat. Voll der Noob. Voll der Noob. Oh, und schon da drauf. Nee, sonst würde ich nicht, wenn ich ihn nicht sympathisch finden würde, würde ich nicht mit ihm zocken. Vor allem die tausende Gigabyte Mods hin und her schicken. Ja. Dabei, wenn du mal überlegst, der Server hat gerade mal 6 GB knapp. Boah, dann kriegen wir ja gar nicht viele Mods drauf. 25 GB gehen drauf. Ja, Tom, immer schön einschleimen, so ist richtig. Dann tust du das noch schön irgendwo teilen, den Stream, und dann bist du perfekt, dann ist es noch besser. Warum? Warum? Na und? Hallo Tim Du TV. hast um 20 Uhr angefangen. Tim TV? Mit dem Kochen. Okay. Chris? Ja? Was ist los? Jetzt Nix, muss gleich nix. offline. Ich wollte noch Essen? fragen, musst du off? Ich? Ja. Muss ich auf? Johnny, Weiß wie ich nicht. läuft's? Muss ich auf Wie oder an? läuft's? Ganz gut. Bist gleich fertig mit Feld 6. Dann muss jetzt dann off gehen. Um halb. Und das ist halt schon wieder draußen. Ich gehe duschen, wenn alle fertig sind. Das dauert noch ein bisschen. Egal. Da muss man eine Fünf ganze Minuten Weile noch. rumstinken. 5 Minuten noch? Hessen? Ja. Bei dir fehlt was. Was denn? Okay, The Rock Ja, sagt die schon mal, ich ganze bin sympathisch. Dann ist er mir auch sympathisch, wenn er das schon deine mal sagt. KMH-Anzahl, deine Karte und oben dein Geld. Ja, weil er es Die ausgeblendet hat. Genau. forsten schon seit gestern, ne? Zum Beispiel ich, hä? Die forsten schon seit gestern. Mit was? Na, LS19. ja. Ja. Wow. Aber ich mach die Reste gleich. Ich ziehe erstmal die großen Stücke durch hier. Oh je. Wenn ich gerade einen in der Kopfkino hat. Was? Für was? Ja, um was ging's jetzt? Ich habe gerade Ja? etwas zugehört. Ich forste erstmal die großen Stücke durch. Habt ihr Anbaumaschine? Hat der Taylor gesagt. Habt ihr Saatmaschine? Wer? Wir? Ja, haben wir. Ja. Wie viel verlangen wir Miete? Miete? Ich glaube 1000 die Tausend. Stunde. Genau, 1000 die Stunde. Und wie viel kostet beim Spiel selber? Ist billiger. Mehr. Nee. Nee. Du musst eng dran. Was wir ganz vergessen haben zu erwähnen. Also eine Abrechnungsstunde. Es sind 15 Minuten. Genau. Das heißt, es ist eigentlich müssen wir mit dem Preis runtergehen, weil dann der Shop ist deutlich günstiger. Das müsst ihr entscheiden. Ja, ey, das sind 4000 in einer reellen Stunde, die dafür Ja, fällig wären. Und das. was habt ihr für welche? Zehnmal. Einmal die Horsch, die 12 Maestro. Ja, und die. Was war das? Eine Lemken? Nee. Ja, die Lemken. Doch, eine Das Lemken, ne? kostet, die kostet 10, die Maestro, die Horsch kostet knapp 10. Und die Lemken kostet auch knapp 10. Die
10.000 Medium Shop. Das müsst ihr ja entscheiden, wie viel Miete ihr dann pro Stunde nehmt, pro 15 Minuten. Ja, ich glaube, das müssen wir genauso wie beim Sehen auch wahrscheinlich ein bisschen individuell gestalten, weil nicht... Ja. Ja. Nee, das würde ich eventuell... ja, weißt, was ich meine. Ja. Weil du kannst ja quasi, sag mal, für eine Ballengabel keine 100.000 Euro die Stunde nehmen. Kann ich schon. Würde sie nur keiner mieten. Ja, würde ich kaufen, Alter. Genau, weil die kostet nämlich nur 850. Ist das Getreide dann schon dabei, oder? Nein. Saatgut, meinst du? Das kommt dann oben drauf. Oder du sagst, du machst da voll für 1.000er. Ja, dann müsst ihr jetzt wirklich in den Shop gucken. Und dann kann ich den Preis, den Kostenvoranschlag machen für Mieten und ja, kommt natürlich auch an, wie viel Saatgut du brauchst. Ja, genau. Pro Füllung ganz einfach. Oder du machst einmal voll und er muss es voll zurückbringen. Oder so. Das kann man ja alles verhandeln. Weil ist ja, wenn du jetzt heutzutage ein Gerät mietest, ein Bagger oder so, dann musst du auch wieder voll zurückbringen. Ja, oder ich bräuchte Lohnunternehmen für 89 für Sojabohnen anbauen. Oh, oh, gleich das Teure. Ja gut, für euch ist das praktisch, Alter. Ja, wir verdienen ja, ich hau ja überall nur ein Huni drauf. Auf das, was wir verbrauchen. Ja, und? Ja. Das sind 100 Euro, die Stunde mehr. Obwohl, ach, das ist noch, das ist das Das ja, wie billig. Viel verlangst du jetzt, wenn es mir jemand schickst jetzt? Du oder ja, ich check das jetzt mal. Ich muss nur mal kurz anhalten. Aber so. Irgendwie kann ich in sich gut flügen, ohne GPS. Welches Feld? 89. Ja. Ansehen mit Soja. Ja. So. Dann muss ich erstmal den Preis anpassen. Taylor? Hier ist einer. Ist das schlimm, wenn ich jetzt also solche kleinen Lücken drin habe? Wenn sie ganz klein sind, dann nicht. Wenn sie deutlich sichtbar sind, schon. Okay. Na, habe ich jetzt schon überflügt. So, so ja. Also... Fixpreis. Was soll der haben, ne? Leistung sehen. Oh, Feld 89. Ganze Umstellung mit dem Lenkrad hier. Sind wir bei 2.299 Euro. Also 2,3. Ja. Pro Stunde. Für das Feld ansehen mit Sojabohnen. Komplett. Komplett. Alter, da bist du billig dran. Ja, dann, man hast eine Zeit, machst mal, schickst mal Rechnung und ich zahl dir gleich das und dann... Nee, erst nach Vollendung der Arbeit. Ja, dann würde ich wünschen, dass mir jemand schickst, dass du das 89er gleich machst, ja? Soll ich machen? Ne, machen wir erstmal Feld 6 zu Ende. Okay. Ich hätte das Feld jetzt hier gleich zu Ende. Ich könnte theoretisch gleich, weil ich hier gleich durch bin. Wie lange? Du wirst doch eine Weile brauchen, ne? Ja. Feld 6 ist groß, ja. Ja, das dauert hier. Wie lange brauche ich jetzt mal für Feld 6, Alter? Ist das denn schon vorgedüngt? Nee. Okay, warte mal. Dann muss ich mal irgendwas gucken. Die Maestro hat, die Bauer hat... Gibst mal einen komplett Preis mit Düngen und alles drum und dran, mit Anbauen. Weil die Blaue hat keine Düngerfunktion. Ja genau, das wollte ich mir gerade gucken, ob die eine Düngerfunktion hat. Nein. Weil dann hätte ich es ja mit einrechnen müssen, weil ich es ja kaum verhindern kann. Ja. Düngen sollen wir auch noch. Ja.
Aber muss aber gucken, was du haben willst. Willst du Dünger, Dings hier, na? Ja, wie hättest du es denn gerne gedüngt? Jo, dann bis morgen, Hissen. Ja, Chris, meldest dich dann morgen, wenn du wach bist, ja? Mhm. Okay. Anton. Nacht. Ja, mir ist egal, was du zum Angebot hast für mich. Ja, dann hau ich mit der Spritze drüber. Ja, passt. Preis mit Dingen und Armband. Ja, jawohl. Jawohl, Chris. Danke. Tschüss. Schönen Abend. Schlaf gut. Tschüss, Chris. Sag ich dir gleich den Preis. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Ist der Tom jetzt eigentlich da oder ist er schon eingeschlafen? Der ist. Ich bin auch da. Okay. Ist viel beim anderen los? Nö. Nicht? Kann man um Uhrzeit hier einschlafen? Ich muss GPS wieder umlegen. Ja, deswegen arbeite ich ohne GPS. Nein, ich muss nur zum Aufrufen die Tasten umlegen. Ja, ich, aber immer das. Das um 90 Grad drehen und dann noch richtig anpassen, dann nehme ich kein GPS. Nee, brauche ich nicht. Es geht relativ schnell. Ich benutze kein GPS. Ja, jetzt nutze ich es auch nicht mehr, weil das nur noch so schmale Stücken sind. Weil ich vergessen habe, die richtige Breite einzustellen. Ja, wie ist denn das von Dreschen dann? Dann darf ich auch keine Hilfe hernehmen, wenn ich selber abfahren muss. Du kannst den Curseplay als Abfahrer einstellen. Genau. Crossplay abfahren vom Feld, vom Drescher, okay, aber nicht ernten lassen. Mhm. Das gilt halt auch für Dings. Für LU. Aber wo geht denn der Chat auf? Mit D. T. Mit C. T. T, okay. Ja, T, okay. Ja, mit T. Ja. T, wenn es grün blinkt, kannst du eingeben. Dann kannst du dafür auch nicht mehr fahren. Ja. Es sei denn, du hast Tempomaten. Das haben sie jetzt auch rausgemacht. Das ist auch nicht mehr. Früher hast du immer noch mit 10 Kameras vor da rumgetuckert. Ja. Aber viele haben sich aufgeregt, weil sie dann doch vorbeigefahren sind oder weil sie einen Unfall gebaut haben. Was war denn jetzt der Betrag? Ja, wenn du mal so guckst. Ist ja auch so. Ist ja wie SMS schreiben. Was denn? Komm ich aus dem Chat wieder raus, ohne es abzuschicken? Nein. Doch, mit zweimal Exit. So echt? Ja. Tatsache. Mit zweimal ESC. Tatsache. Vielleicht den Preis nämlich vergessen. Oh. Standardfehler. Hätte irgendwas geschrieben. Und dann? Hätte hoffen müssen, dass es genug war oder zu wenig. Dann hätte Pech gehabt. Okay, dann XYZ, oder? Allerdings, wenn du beendet hast, das Schreiben, kannst du halt das nicht mehr aufrufen. Also wenn du was geschrieben hast und du beendest das, kannst du es nicht mehr aufrufen. Dann musst du neu schreiben. Ja. So. 5.435. Ja. Also muss man ein bisschen entgegenkommen. Geht nicht. Gleich verhandeln. Da muss man ein bisschen entgegenkommen. Ich sage dir ganz ehrlich, geht nicht. Ich hätte gesagt. Mach mal 5-2. 5-2. Dann kriegst du wieder einen Auftrag. Ja, warte mal, 5-2. Ja, 5-2 können wir machen, okay. Passt, ja, dann. Nehme ich den Auftrag an. Wenn es fertig ist, schickst du mir die Rechnung. Dann muss ich mir das jetzt notieren.
irgendwo. Was ist denn jetzt, wenn Schreib dir's auf den Zettel. Ja, ich such grad einen Zettel, ich hab grad nichts zur Hand. Hessen? Hessen? Ja, vorbereitet hier, ja. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt auf dem Feld bin und ich hab das hart ausgeblendet und mir geht jetzt der Tank aus? Dann musst du den Tank auftanken. Ja, aber Abschwerten geht nicht. Oh, der Täter, so? Ja. Nee, ich meine. Hast du den Ventilator bei dir laufen? Ja, ich häng da gerade vor. Ja, man hört halt. So, jetzt ist weg. Ups. Musste eben irgendwo schreiben, das war genau vorm Ventilator, wo ich nur noch Platz habe. Du kannst, ja, wenn ein Schlepper leer gefahren ist, leider nicht abschleppen. Zur Tankstelle ziehen, geht nicht. Das heißt, du musst einen Tankhänger holen und musst ihn auftanken. Ja, was ist, wenn du dann vorbeikommst, kostet das dann? Wie, wenn ich vorbeikomme? Na, wenn du mit dem Anhänger vorbeikommst. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich den Anhänger Sprit vorbeibringe. Genau. Da würde der Sprit was kosten und die Anhänger. Die Lieferung. Weil ja, wir können euch genauso Rechnung schicken, wenn wir was für euch machen müssen, weil ihr euch irgendwie festgefahren habt oder so. Wie teuer wären das dann einmal auftanken? Aber das wäre absoluter Bullshit, wenn du das machst, weil wir haben genug Fahrzeuge, du kannst selber tanken fahren. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was der Sprit kostet zurzeit. Ja, der Spritpreis steht auch nirgendwo. Das kann er erst dann sagen, je nachdem, wie viel Liter er gekauft hat und die Rechnung bezahlt, die er dann in Rechnung stellen muss. Aber das wäre, wie gesagt, so doof, wenn du sowas anfragst. Na, in dieser Hinsicht wäre es doof, ja. Absolut. Meistens bin ich ja eh da, wenn der Täter da ist, weil... Ja, wie gesagt, selbst wenn, dann steigst du in ein anderes Fahrzeug von uns, nimmst irgendeinen Tankanhänger, fährst du Tanke und holst Benzin. Beziehungsweise Diesel. Morgen zockt er auch wieder. Weiß ich nicht, Anton ist nicht da. Ja, ich bin auch erst wieder ein bisschen später da. Wir machen morgen noch mal Reste grillen. Ja, wie immer, ne? Viel zu viel gekauft. Kann ja kein Schwein alles fressen. Ja, kenne ich auch. Ja, das ist aber auch beim Grillen und bei Nudeln. Oh, ja, so, ist immer so, gell? Furchtbar, Alter. Ich hasse das. Selbst wenn du Nudeln machst, du hast immer zu viel. Ist einfach so. Aber bei Nudeln ist es nicht schlimm, weil die hau ich mir nächsten Tag in eine Pfanne. Zum Beispiel. Oder ich mach eine Frischhaltefolie drum und dann schmeiße ich den nächsten Tag nochmal ins Wasser kurz. Na, das Problem ist, wenn du Soße hast, ist es meistens zu wenig. Ja, genau. Nudeln zu viel und Soße zu wenig. Ja. Und dann freut man sich so auf Nudeln und Tomatensoße, dann hat man entweder zu viel oder zu wenig. Aber das passiert mir nicht mehr. Ja, da bin ich komplett raus, weil wenn ich sowas mache, ich esse die Nudeln und die Soße, also nicht getrennt, ich haue das beides in eine Pfanne und brate das noch eine kurze Runde. Ja, ich mache das nochmal in den Topf rein und schmeckt nochmal schön. So, jetzt habe ich unser Feld 49 gepflügt. Dann würde ich jetzt zum Anton Fix fahren und da mal eben einsehen und düngen. Hm. Oh, und du hast mir von dir aber voll das Riesenfeld gegeben. Zu ja. Oh, hier liegt ja alles. Ich glaube, wenn ich ins Bett gehe, bin ich fertig. Das wäre jetzt reich. Ich muss hier mal und eben... Taylor Joe hatte schon Angst, dass die Arbeit nicht reicht, gell? Ja. Ich muss hier mal eben Hand anlegen. Taylor? Ja? Wenn du dann bei Anton fertig bist, kannst du dann mithelfen? Ja, wenn nee, du dann fertig bist. Dann kriegt er gleich den nächsten Auftrag. Ja, wir haben ja auch noch andere Felder. Die wir machen müssen. Ich bin auch gerade überlegen, ob ich Feld 81 von euch ansehen lasse. Was würden das nur ansehen kosten? Für die 81 ungefähr? Du kannst es dir selber eigentlich auch ausrechnen. Du kennst die Preisliste. Nein, kenne ich nicht. Ich doch. Nein. nein. Ich würde ja Kostenvoranschlag von euch haben. Ja, was willst du denn drauf haben? So, warte, mal gucken. Was kann ich brauchen denn? Was kann ich brauchen? Naja, ich flüge erstmal weiter. Wie gesagt, ohne GPS. Soja. Auch Soja. Ja. Oh. Aber ohne Düngen. Welches Feld?
81. Oh, das kostet teuer Geld. 2055. Also, ich wollte gerade sagen, so teuer kann das nicht sein. Also 2055 Fixpreis. Ja. Mach mal. Erstmal der Anton. Ja, die erste Anton, dann kannst du bei mir vorbeikommen. 2055, ich nehme doch an. Du machst mal das 78er noch, rechnest mal aus gleich. Du machst das nach dem Hessen, das 78er. Der kommt nicht mehr mit dem Fliegen. Zum Anbauen. Ey, wenn ich fies wäre, könnte ich sagen, 72 kannst du auch schon mal ausrechnen. Aber wieso nee. Klappt sich mein Flug nicht mehr zu? Dann hast du auf der falschen Seite. Nee, drehen. Ach, ja, stimmt. Dann musst du einmal drehen und dann kannst du zuklappen. Jetzt klappt er sich zu, alles klar. Gott sei Dank, dass ich so einen schweren Dreck habe, dass ich nicht hängen bleib. Ich bleib auch nicht hängen beim Fan. Ja, ich glaube, ich habe denselben wie Dings hier. Ja, wir zwei haben den gleichen. Ja, bis auf den Beta. Das ist ja meiner. Johnny, ich werde dir sehr verbunden, wenn du mich nicht vom Chaos hinterlässt. Was? Hier fliegt das Gewicht rum, der MB-Truck steht hier quer auf dem Hof. Der. Also, der Anton hat mir damals gesagt, er wäre ein ganz ordentlicher. Warum? Der Johnny, der würde auch jedes Zeug wegräumen. Nee, nicht so unbedingt. Jedenfalls jetzt hier gerade nicht so. Eigentlich schon. Johnny, was ist los? Ja, das war wahrscheinlich stressig. Ja, ich wusste nicht, wohin. Ich glaube, der Tom ist eingeschlafen. Tom? Sag ich doch, der schläft. Nein, ich hatte mein Headset aus. Ja. Ist. Oh, ey. Ach, da ist die Mutter Monika mit dem Turbo-Absatz auch da. Das kleine Rohr ist ja auch da. Das kurze Rohr. Das kurze kleine Rohr, das ist scheißegal. Hä? Ja, so Rock, jetzt kommen die Aufträge, weil sie alle zu faul sind wieder. Die wollen uns boykottieren, damit wir keine Felder fertig machen können. Ich kann es ja auch ganz einfach machen. Ich kann mir eine große Seemaschine kaufen, dann brauche ich jetzt dann auch gar nicht. Ich weiß. Genau. Weil einen Drescher werde ich mir auf jeden Fall selber holen. Ich auch. Ich liebe Dreschen. Ja, dann brauchen wir keinen Lohnunternehmen. So gut. Deswegen war ich anfangs auch mit dem Hesse am Reden, ob eine Million für die nicht ein bisschen viel ist. Ja. Toll, wenn ich jetzt mal angenommen, du nimmst eine halbe Million, hätte ich jetzt trotzdem noch Geld für den Drescher. ja, weil er so billig ist, der Mega. Zum Beispiel. Weil der wirklich ultra billig ist. Ey, ich habe die ganze Zeit mit euch geredet, habe nicht gecheckt, dass das Headset aus ist. Boah. das kriegt Hater Joe auch hin. Zum Kann Glück ich auch. Nicht, weil bei mir so's. Ich hab vorhin gesagt. Oh, hat jemand gerade was gekauft? Nö. Ich hab gesagt, ich muss mit dem MF 8732 Gürtelzubringer fahren. Ich hätte zu gern hier das scheiß Mais gehäckselt, ja. Hä, warum habe ich jetzt einen Helfer drinne? Zubringer fahren und Häcksler fahren ist mein Lieblingsaufgabe. Okay. Hä? Und wenn es sein muss, halt auch Kolonne. Also abfahren. Oh, wir brauchen mehr Saatgut. Shit. Das passt ja schon alles hier rein. Ich wollte gerade sagen, in die blaue passt viel rein, gell? Wie viele da ist jetzt drin? Ich glaube, ich habe den Fenster gemacht. Warum? Der bewegt sich keinen Zentimeter mehr. Hast du Dings drin, ne? Was? Motor ausgemacht? Nein. Dings hier, na. Ist ja weiter unten der weiße Pfeil,
der weiß oder grau? Weiß. Mach mal aus, mach mal an. Weil ich hab grad ein Außersehen Helferin gekriegt. Oder dann, dann steig mal aus, bitte. Nee, warte mal, ich hab Außersehen Helfer eingeklickt, dann wollte ich den Flug wieder senken, auf einmal fährt er nicht. So, Feld 89 war auf. Das, ne? Ja, jetzt fährt er wieder. Ja, immer wenn ich einen Helfer einstelle, fährt er nicht mehr. Was? Hä? Was hat das denn, Alter? Vor allem, ich habe ja erstmal die Hälfte noch nicht mal. Boah. War drauf auf der anderen Seite. Hä? Ein Flugline einklappen. 199 Liter sind hier noch drin. Alter. Oh, ich bräuchte einen, damit die andere Hälfte flügt. Weil die andere Hälfte ist erstens kleiner und zweitens, naja. Der Anton ist ja auch ganz gut. Ich habe ja den größten. Der Anton pflügt auch ganz gut. Also Keda, ja. Würdest du mir eine Heizung drehen, wenn ich einen Anton oder so mal kurz zum Flügen mit herbringe? Ja. Ah, scheiße. Wozu? Weil Flügen ist teurer als wie Ansehen. Ja. Ah, scheiße. Weil ansonsten hätte ich gesagt, dass er die andere Hälfte mitflügt. Ich spinn's ein bisschen, ich bin selber noch beschäftigt. Eben. Ich spinn's ein bisschen. Oder da Hessen. Also, Johnny, wir wollen Geld verdienen, kein Geld ausgeben. Aber das würde nicht mehr recht kommen. Wir sind doch schon zu zweit. Ich meine, wir haben auch die doppelte Menge an Felder, aber... Fürs Gruppen verlangen 7.000. Fix. Ja. Fürs Gruppen? Ja. 10.000 fürs Grubbern. 7.000. Boah, leck mich doch im Arsch. Warum willst du beim Grubbern so viel Geld bezahlen? Na, will ich, wenn ich ihm helfe. Ach so. Dann habe ich 2.000 Euro plus. Und mein Einbauen habe ich auch drin. Warum pflügt ihr das um und grubbert nicht? Weil Flügen angeschaltet ist. Ja, und wir müssen flügen, weil... Ja, das werden wir bald wieder umändern. Was, das Flügen? Mhm. Warum? Weil die ganze Zeit Flügen auch nichts ist, wir will mal gruppern auch. Also wir haben eigentlich noch nie was angesehen, aber erstmal flügen. Wie komme ich denn zu Feld 89? Sag mir mal den Weg. Ja, wir rein da. Da rein? Der kostet 5 Euro. Ich brauche schon eine Anfahrtsbeschreibung. Kostet 5 Euro. Wenn einer nicht mehr zahlen kann, dann kommen Zinsen dazu, gell? Oh Gott. Wir haben eigentlich auch recht. Könnte man immer einen Raten zurück sein, oder? Nee, und wenn er überhaupt nicht mehr zahlen kann, meine Kranzbreite, dann muss Insolvenz oder Inkasso. Namen Matthias. Kann man nicht nach und nach zahlen? Haben wir eigentlich schon die Spritze? Nee, ne? Doch, du hast eine Spritze gekauft. Hab ich? Boah, Alter, ist das langweilig. Was? Ernsthaft? Müsstest du, hast du glaube ich was gesagt? Ich wollte glaube ich, hab's noch nicht getan. Nee. Wir sind eindeutig so wenig Spieler drauf. Ja, ich bekomme egal, auch ein kleines größtes Feld hier auf der Karte, gell? Ich sehe jetzt an und dann düngen wir. Oder soll ich dann... Mit Crossplayer. Ey, sag mal, wieso fährst du von deinem Nachbarn einfach die Felder alle kaputt? Wer? Anton. Achso. Das war vorher. Ich bin vom Ding vom Pedal abgerutscht. Ah, das stellt er dir in Rechnung, ne? Das ist ja nicht dein Feld. Nee, aber der Bauer. Ja. Wir bräuchten eigentlich sowas wie ein Gemeinderat oder so. Jo. Jo. Ja. Jo. Genau, eine Feuerwehr noch. Notarzt. Da habe ich wenigstens eine Ausrede.
dass ich weg muss. Da brauchen wir noch einen Kinderwagen, Kindergarten. Ja. Hey, scheiße, zu weit gefahren. Magst du dann das andere Feld auch gleich, weil du schon da bist, bei mir dann? Dann brauchst du nicht mehr extra herfahren. Welches andere? Nee. Erst muss ich dann Anton machen. Das, die Anfrage kam zuerst. Ja, ey. Achso, du musst erst einen Anton machen, weil der. Sorry. Ey, bring mich nicht eigentlich am ersten Abend durcheinander, ja? Ihr macht mich ganz wuschig. Wuschig? Und magst du mir gleich Fixpreis alles, dann, für, wenn ich nicht da bin, dass man dann gleich erntest? Ja, wenn wir weiterspielen, musst du quasi deinen Hof dann weitermachen. Ja, ist ja gar kein Problem. Magst du aber einen Pauschalpreis, gell, für die 7 Tage. Das kannst du nur am Ende machen. Ja. Weil du weißt ja nicht, was alles anfällt. Das kann ich dir nicht vorher sagen. Oder musst du ihm quasi auch noch sagen, was er dann später ansehen muss? Soll. Matthias, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich einen Moderator brauche. So wirklich viel ist ja noch nicht los im Moment. Ich meine... Wie heißt denn der Matthias? Weiter. Göpfert. Ach so, der Matthias. Ich grüße dich. Aber ich würde... Wir können uns da mal in Ruhe drüber unterhalten. Was hältst du davon? Nicht. Er hat kein Headset. Ja, dann schreibe ich mit ihm. Im Discord oder so. Das ist ja kein Problem. Ich hab mir schon mal gesagt, es soll mal reinkommen. Ja. Aber er kam bisher noch nie. Oh. Er kam noch nie. Weißt du, du bist der Jüngste hier unter uns und denkst auch nur immer da dran. Ja, das ist halt so in dem Alter. Ja, wer ist der Jüngste? Ich denk drüber nach, Matthias. Und dann, Der Tom ist. Wenn du eventuell auf meinen Discord kommst, dann würde ich dich auf jeden Fall nochmal ansprechen. Weil dann habe ich ja die Gelegenheit. Ich wüsste nicht, wie ich dich jetzt sonst aufgreifen soll. Johnny, ich bin der Jüngste. Nein. Doch. Nein, jetzt bist du denn? 13. Bist du nicht, Tom? Ich bin 13, Junge. Nein. Doch. Ganz ab. Und du? Ich? Nee, du. Ach, der Tom. Okay. Nee, du! Ach, ich. Oh. Zweideutig ist eindeutig lustiger. Ja, hat er recht. Absolut. Ich will kotzen. Habe ich aber schon vorher mal gesagt. Oh, denkst du, ich merke mir das? Kurz kann man über YouTube irgendwie schreiben? Nee, ne? Ja. Ja? Ist jetzt neu. Okay, ich weiß nicht, wie das geht. Wenn du auf YouTube hast du oben, auf der, wo du das Video hochladen kannst, dann hast du doch so eine Raster-Taste und dann so ein Messenger-Zeichen wie Facebook. Wo neben deiner Glocke, wo du Benachrichtigungen bekommst von den Leuten, die du abonniert hast. Hater. Okay. Hier ist einer. Soll ich für dich schreiben? Was willst du schreiben? Auf YouTube. Achso, ne, es geht ja wegen, ob er Moderator, also wegen dem Moderator sein und so, dass ich, wie ich ihn, wo ich ihn irgendwie, weißt du, kontaktieren kann, quatschen kann und so. Weil er fragte gerade, ob man nicht auf Facebook schreiben kann. Auf YouTube. Meine Fresse, Alter. Was ist denn mit mir? Müde. Na, nur lange nicht. Ich bin hellwach. Ja. So viel Energy gesoffen, was ungesund ist, gell? Noch nicht. Kommt noch. Noch nicht. Du bringst ja keinen Alkohol. Ich hab mir erstmal hier 1,5 Liter Wasser hingestellt. Die mache ich gleich weg. Ich habe auch noch Energy im Kühlschrank, fällt mir gerade ein. So. Pfui. Och, ab und zu geht das. Ab und zu ja. Nee. Aber nicht täglich oder wöchentlich. Trinke ich es auch nicht. Also, wenn ich Energy suche, dann spielt es bei mir durch. Wach halten tut es mir so oder so nicht. Also von daher. Ja. Oder mein Kumpel hatte so gegen ADHS-Tabletten und der hat so gesagt, ja, die halten übrigens lange Kamera. Ja, Matthias, machen. Können wir auch bei Facebook machen.
kannst mich da ja mal kontaktieren. Kann man mir eigentlich über meine Seite schreiben? Ja, ne? Ja. Kannst ja mal über meine Taylor-Tour-Seite, kannst du mir mal mich anschreiben. Du weißt nicht, ob das geht? Alter, Facebook ist für mich so lange kein Bestandteil meines Lebens gewesen. Ich war da zwar immer angemeldet, aber ich habe es eigentlich nie benutzt. Ach, großartig. So. Und der Thomas raus. Ja. Hessen? Ja. Ich hatte doch gerade von meinem Kumpel erzählt mit den Tabletten. Ja, das kenne ich ja schon alles. Kennt das der Täter schon? Nee. Von mir nicht. Auf jeden Fall hatte ich ja dann auch so eine Tablette genommen, weil ich dachte, das hilft bei mir, aber bei mir helfen komischerweise keine Tabletten. Was war die Wirkung? Nach 30 Minuten übelst sich müde. Und da ist er Tom wieder. Ich hab mich schon verklickt. Was für eine Tablette? Die Aufmerksamkeitstablette, also okay. Gegen ADHS. Okay. Die Tom-Tablette. Alles klar, Matthias. Dann weiß ich Bescheid. Oh, in 5 Jahren könnt ihr damit mal rechnen, dass ich fertig bin, ja. So, ich bin mal eben hier mal für 10 Sekunden weg. Ich muss mal eben. Okay. Alles klar. Ich zähle. Ich gucke. Wann bist du weg? Gut. Quasi. Ja, hört auf zu heulen, das waren genau 11 Sekunden. Ja, genau, eine Minute. Eine Minute? Ja. Niemals. Doch. Ne. Doch, ich habe auf die Uhr geguckt, ich habe die Ingame-Zeit und da ist in die Sekunden auch mit drin. Ja, dann. Und ich habe gezählt. Eine Minute muss dann abziehen, ne? Ja, eine Minute bringt's nichts. Bei 15 Minuten kannst du erst was abziehen, glaube ich. Ja, bei 15 Minuten, wenn jetzt mal jetzt doof gerechnet, du hast. Matthias, da müssen wir da mal gucken wegen der Mods. Ich weiß nicht, wie viele Mods du auf deinem Spielstand hast, ob ich die alle habe. Weil dann müssten wir die austauschen, sonst könnte ich da nicht drauf kommen zum Stream. Ach, hat er dich jetzt auch zum Stream gefragt? Hat er mich euch auch schon. Ja. Matthias, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Das spielt die auch, oder was? Ja. Matthias, könnt gleich mal zu mir hinkommen, mir mal helfen. Deswegen ist ja das Schöne, du musst nur alle drei Wachstumsstufen machen. Ja. Und wenn du dann unterschiedlich ansehen tust, heißt, du kannst eins abernten, die anderen sind noch im Wachstum und kannst das dann schon fertig machen für die nächste Ansaat. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Aber im Singleplayer kann ich es auch nicht zocken. Danke, The Rock. Boah, Alter. Dafür, dass du mir folgst. Wo folgt er denn? Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube bei Twitch. Nee, warte mal. The Rock schreibt, glaube ich, über YouTube. Hä? Warum macht er jetzt Helferin? Was ist das denn? Jetzt kann ich schon wieder nicht fahren, ey. Ich könnte. Alles modfrei. Taylor-Jobs sind auch wieder Helfer. Ich fahre aber nicht mit Helfer, auf gar keinen Fall. Ja, der war doch nicht auf der Karte angezeigt. Warte mal, wir können doch ganz einfach. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Warum muss ich unbedingt so ein großes Feld machen? Weil du sonst nie was machst. Genau. Hätte ich Schnauze. Und Peter mit dem Tuba-Aufsatz. Ich sag bloß,
auf den Chuck drauf, wo sagen ich... Sagen wir mal so, das ist dein Beitrag für diese Woche, würde ich mal sagen, ne? Wir sehen uns ja wahrscheinlich dann erst nächste Woche wieder. Ja. Morgen? Morgen bin ich, morgen habe ich Zeit, ja. Naja, ja, wenn alles modfrei ist, Matthias, dann sollte das ja kein Problem sein. Da okay, können wir bestimmt mal irgendwie Zeit. Was machen. Ey, nee, nur von Scheißarbeit drücken, das geht auch nicht, gell? Hey, ich sag bloß bei Chuck, wo ich die ganze Nacht scheiß Silo zugemacht habe, oder? Ja, aber wie gesagt, immer nur von Scheißarbeit drücken, das geht auch nicht. Ja, aber... ja, wenn das sind Sachen, die anfallen. Ja, ist so. Aber solange wie ich nicht alleine das größte... Naja, fast das größte Feld machen muss. Ich hab da eben nicht zugehört. Bist du morgen da? Ja. Okay. Dann darfst, also, dann darfst du das morgen auch düngen und ansehen. Weil ich glaube, ich muss morgen noch weiter pflügen. Es sei denn, der Täter macht ja weiter. Ich muss gerade das GPS hat vor. Warte mal. Ich habe GPS ausgeschalten, wie ich schon gesagt habe. Wer fährt denn mit dem Mercedes-Benz? Mit dem MB? Wer Keiner. Fährt mit meinem Traktor? Der steht nur beim Shop. Ist da vielleicht noch Curseplay drinne? Ne, habe ich schon ausgeschaltet. Der steht immer noch mit. Bei mir wird immer noch oben links angezeigt Helfer. Bei mir stehen da nur Fendt 1000 Vario, Fendt 900 Favorit, Fendt 900 Favorit, Fendt 1000 Vario. Ich muss mal wieder auf Toilette. Jo. Aber diesmal bin ich länger weg. Ja, das interessiert uns nicht, ob du kacken tust oder nicht. Ich mach den Motor aus. Lass GPS fahren. Darf ich da ausnahmsweise Helfer laufen lassen? Nein. Okay. Helfer ist generell verboten. Okay, ich hab den jetzt auch ausgestellt, dass ihr den jetzt quasi einschalten könnt. Ja, das ist super, weil manchmal kommt man ja doch auf die Taste und peilt das gar nicht. Ich weiß, das ist mir aber auch schon passiert. Ja, Alter, wie oft mir das bei der Playse passiert, ne? Ich lass den jetzt einfach so stehen. Ja. Ja. Ja, Matthias, unterhalten wir uns auf jeden Fall auch mal drüber. Da finden wir bestimmt mal einen Tag, wo ich ein bisschen Zeit habe. Welche Karte spielst du? Gibt's hier auch jemanden, der PS4 zockt? Auch. Aber selten. Also meistens, wenn ich auf der Playse zocke, dann bin ich meistens bei den LS19 Profis am Gange. Und zocke damit. Also wenn du wirklich jemanden zum Suchen suchst, dann musst du mal LS19 Profis gehen bei uns auf dem Discord. Ja. Zu den Knüppler. Ja. Ja, die Knüppler, die streamen regelmäßig, jeden Abend. Wir sind die auch die Knüppler. Ja, Matthias, es ist okay. Wie gesagt, quatschen wir mal. Wir sind die PC-Knüppler. Da werden wir uns bestimmt mal einig über einen Tag. Und ein paar Stunden Zeit. Ein paar Stunden? Machen wir das doch gleich morgen. Welche Karte spiele denn? Ja, genau, stimmt. Welche habe ich, glaube ich, eben schon mal gefragt. Weiß nicht, vielleicht ist es untergegangen bei dem ganz anderen Gequatsche. Ich dachte, mach morgen selber weiter. Das habe ich jetzt nur so gesagt. Vielleicht habe ich auch keine Lust morgen auf dem Server. Ja, mal gucken. Aber das glaube ich bei dir nicht, weil du Bock drauf hast. Ich habe immer Bock, Alter. Auf was? Auf alles. Dann brauchen wir eine andere Gruppe. Wie viel Kohle habt ihr denn noch so? 700. Die Karte, die wir jetzt zocken, ist die Sebasusum. Ja. Und das ist nicht die von einem YouTuber. Nein. Du meinst doch. Wahrscheinlich... Das ist nicht die von dem YouTuber. Von welchem YouTuber? Von Sebasusum. Ach so, ich habe ganz woanders gerade hingedacht. Oh. Ja. Wo hast du denn gedacht? Nur Friede Marsch mit.
Genau, einen Feed Action Let's Play. Oh. Mein Eistee ist ganz warm. Ich hau mir mal so einen richtig geilen Cookie nochmal in den Kopf, ne? Was ist ein Cookie? Ja, einen schönen Soft Cookie. Die sind gut. Ja. Soft Cookie. Achso, von dem zwei. Was? Was ist das? Ein Keks. Achso. Ein großer, weicher. Nee. Schlecht für die Zähne. Kommen wir zu Magnum Eis in die Krone. Ist aber auch schlecht für die Zähne. Das ist wurscht. Solange es kein Cookie ist. Also meinst du die jetzt die nordfriesische Marsch? Oder die Karte hier? Oder genau, oder die Karte. Wo will er denn hin? Stopp, 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 stopp. Warum soll ich jetzt stehen bleiben? Ja, nicht du. Ich rede mit Werner oder Hans Günther hier. Der schon ein Eigenleben führt. Warum denn jetzt, wo ich einen Keks in der Hand habe? Weil du Hunger hast. Benni. Ja, ich hab. Nee, weil er jetzt nicht das macht, was er soll. Nee, Facecam, du. Na, geht ja leider nicht. Die spackt wieder rum. Ach so. Weißt du, was ich mich gefragt habe, wo ich das LS-Lenkrad ausgepackt habe? Warum du immer wieder die Hupe suchst, die doch immer in der Mitte von diesem Lenkrad ist? Nein. Da starte ich den Motor. Oh Gott. Weil das die geilste... Nee. Ich wusste sonst nicht, wohin mit dem Motorstart. Nee. Nee. Geh auf. Da kommt eine Hupe hin und kein Motor. Ja. Der Motor, den habe ich da auf der Seitenbau, wo man gehen kann, da starte ich ihn. Auf der Seite, ja, wo man gehen kann? Ich benutze die Sticks nicht zum Gehen. Ja, aber auf dem Sticks, auf dem linken, ist es standardgemäß, habe ich auch drauf gelassen. Ja, ich könnte jetzt theoretisch da, wo die Hupe ist, könnte ich den Motorstart hinmachen und die Hupe dahin, wo die Hupe hingehört. Ja. Bei meinem Controller ist schon alles voreingestellt. Ja, bei mir auch. Ich habe es nur ein paar Sachen umgelegt und ein paar Sachen rausgeschmissen, die ich brauche. Na, ich habe jetzt noch hinzugenommen eigentlich... Spielst du auch mit Lenkrad oder wie? Echt? Ja. Mit Controller. Ich habe bloß hinzugegeben mit, bei 12 Control, aber nur bei 12 Control, die Wechselschaltung. Bei Getriebe und habe ich es noch nicht gemacht. Und, da steht so ein Fan, ein B-Track mitten auf der Straße mit dem Hänger. Mit Curseblade drin. Das ist aus. Da sitzt ein Fahrer drin bei mir. Hä? Ja. Weil ich den Kurs nicht gelöscht habe. Wahrscheinlich. Nur an Cookies denken und nicht den Kurs löschen. Na, ich hab ja, Da kannst du froh sein, dass er kein Geld kostet. Ich weiß. Na, ich hab vorhin gesagt... Ich lass den da im Trecker wohnen, weil der hat kein Zuhause. Und er hatte mich gefragt, ob er da eine Nacht schlafen darf. Hätte sich aber auch besser hinstellen sollen. Taylor? Ja? Ich hab doch vorhin gefragt, wer mit einem MB-Truck rumfährt. Da hat keiner geantwortet. Weißt du, wie lange das schon her ist? Ja, ungefähr 15 Minuten oder so. Genau. Habe ich aber, hast du das gefragt? Ja. Ja. Und da hat keiner geantwortet. Da habe ich mich drauf gefragt, wer mit dem MB-Truck unterwegs ist. Du das 78er Feld auch gleich auf, Taylor Joe? Moment. Genau. Schreibt mir mal bitte Aufträge. Ich habe dir Auftrag gegeben.
Das hast du ja schon. Ja, den Auftrag machst du heute eh noch fertig bei mir, oder? Ja, den mach ich fertig hier. Ja? Passt. Taylor? Hm? Ich flüge jetzt erstmal grob Feinheiten. Dann lasst mein Feld stehen. Und dann müsst ihr mir halt im Discord in die Aufträge schreiben, weil ich. Ja, sonst habe ich gleich 1000 Zettel hier rumfliegen, das ist auch uncool. Nee, du baust mir das noch an, das lasse ich dann stehen bis nächstes Wochenende bei mir. Das will ich dann selber runterknüppeln. Ich glaube, ich muss morgen, also seid ihr morgen nochmal da irgendeiner? Ja. Bestimmt. Werden wir uns nochmal hier rumtummeln. Ja. Auf jeden Fall werde ich dann morgen, wenn der Server nicht aus ist und keiner da ist, trotzdem weiter das Feld hier pflügen. Dann dem Feld auf dem Hof fahren und dann noch wieder runtergehen. Beziehungsweise dann fragen, weil. Das kannst du ja machen. Deswegen bleibt er ja online. Ja. Eigentlich nicht. Nicht? Ja, aber Hessen. Darum sagt ja der Hessen nichts. Nein, ich muss mein Zeug gerade zuordnen. Ich hab mir eine kleine Sämaschine für das eine Feld geholt. Hessen? Ja. Du hast doch jetzt Urlaub genommen, oder? Ja, ich habe jetzt Urlaub. Also bist du eigentlich fast nur auf dem Server drauf, gell? Nein. Nicht? Nein, ich bin nicht nur Server. Mhm. Ja, hat ja auch noch andere Projekte laufen. Also ich kann auch nicht nur Server spielen. Ich muss auch nebenbei noch andere Folgen aufnehmen. Ja. Und der Täter? Naja, ich muss auch zwischendurch andere Projekte spielen. Und ich bin außerdem auch noch am Arbeiten. Ich habe keinen Urlaub. Das heißt, Hattest du ja auch erst. Nee. Weißt du, wenn ich Urlaub hatte? Ich hätte gehabt. Ich hatte im Februar stimmt, Urlaub, das letzte stimmt. Mal. Ja, stimmt, so war das. Du hast ja quasi wieder verlegt. Nicht gekriegt. Oder nicht gekriegt, wie auch immer. So, jetzt rauche ich erstmal einer. Ja, ebenfalls normal, Johnny, nicht auf dem Server, aber wenn du das fertig machst, morgen von mir aus, aber dann stellst du den Trecker gleich wieder hin, wie der Detector das will, und raus vom Server, weil ich kontrolliere das. Ja, aber, da ist er streng. Aber wenn wir doch sagen, wir zocken morgen drauf. Ja. Dann kannst du es ja fertig machen. Da kann der Johnny auch damit reingehen. Braucht das nicht davor machen. Ich bin eh erst abends wieder da. Ja? Ja. Weil früh darf ich nicht, lieblich meinen PC übersetzen kann, weil es dann nicht macht. Hm. Wenn ich ihn jetzt anfasse, der ist kühl wie sonst was. Also Matthias, mir ist das eigentlich relativ egal, welcher Traktor. Von den Standarddingern habe ich keine besonderen Vorlieben. Also morgen. Ich nehme, was da Uhr, ist. Dann, also ich kann immer ab 18 Uhr, bloß 18 Uhr gibt es dann Armbord. Und dann so gegen 7 wird es dann. Oder gegen 6:30. Ich gehe jetzt auch erstmal gleich ins Essen. Du hast nichts mehr zu Hause erst gesagt. Ja. Naja, doch. Ich suche mir da schon was. Hesse, WhatsApp? Ja, willst du meine Chips haben? Was, WhatsApp? WhatsApp? Von Chips wird man doch nicht satt. Was meinst du denn jetzt bei WhatsApp? Ja, guck mal drauf. Ja, toll. Guck mal drauf. Ja, wieso? Du hast ja eh deinen GPS fahren. Kannst du auch gucken, hast du zwei Hände frei. Nee, ich stehe gerade sogar. Na, noch besser. Man guckt ja auch nicht aufs Handy, wenn man fährt, ne? Weißt du, Polizei brauchen wir eigentlich auch noch. Wir brauchen noch so einen typischen Dorfscheriff eigentlich. Der uns kontrolliert wegen Übergewicht und Überbreite und so. Übergewicht? Ja. Also Übergewicht. So, auf der Autobahn herrscht Gewicht. Und sonst herrscht Überbreite und Überlänge. Das ist ja bei dir nicht der Fall. Also mit Überlänge. Und wenn ich hier. Halt die Schnauze. Und wenn ich hier
irgendeiner erwische, kann ich doch das auch machen, oder? Also, nur wenn ich erwische. Geht klar, Matthias. Ja, so Rock. So ist das leider gerade in der Folge, ne? Wir haben angefangen, wir müssen erstmal mit den Feldern klarkommen. Habt ihr jetzt bei euch unterstellt, der auch was man mieten kann, oder wie? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir für unsere Geräte noch alles so brauchen. Ich stelle sie mir schon mal, sagen soll, war bei mir. Okay. Ist ja sonst wohl zu teuer, aber. Scheiße. Magst du das 78er also heute auch noch fertig von mir? Nein. Ja, mal gucken, je nachdem wie schnell ich bei Hesse bin. Ja, was mach ich denn? Was mach ich denn? Alles kaputt. Heizmann. Moin moin, Gamer aus Leidenschaft. Oh, einmal auf Mandy kommt schon, bin ich ganz woanders noch. Warum hast du gefragt, Benny? Ja, weil ich hab's mir schon gedacht, ah, ich war mir aber nicht sicher. Okay, und okay, ja, okay, ja, ich verstehe schon die Aussage, was du jetzt geschrieben hast. Ich weiß schon, wie du meinst jetzt. Ja. Ich muss mir gleich mal was zu trinken holen. Hat man das gehört? Ja. Und? Ich muss. Land mit hinterhergekommen? Was? Was? Warst du erst auf Toilette? Was ist denn los mit dir? Hast du wieder was getrunken, was du nicht verträgst? Ey, das war mein Popschutz schon wieder. Achso. Ja. Genau. Matthias, alles klar. Wir quatschen. Dann so, mach's hier gut. Kannst du mal aufhören, hier rumzupupsen? Das ist der Popschutz. Da hab ich auch so den dran gespuckt. Oh Gott. Nein, das tut weh. Oh, da krieg ich Gänsehaut. Oh, ja, weiter. Wer ist denn das jetzt gewesen? Das war grad Tom. Anton? Oder? Ja? Wenn jetzt hier an der Seite mal so 3-4 cm bis 20 cm stehen bleiben, ist das okay? Wie meinst du stehen bleiben? Ja, also frei bleiben. Ja? Okay. Weil sonst müsste ich jetzt wegen dem paar Millimetern da überall nochmal eine ganze Spur runterziehen. Ja, so genau ist nämlich nicht. Gut. So ich genau, hab dir nochmal geschrieben gehabt, gell? Ich gucke mal. Ich hatte mich mal kurz mein Mikrofon gemutet, weil ich nochmal Popschutz noch was gemacht habe. Aber warum hat man eigentlich Popschutz? Damit das nicht so pop so. Aber falls man reinspuckt, dass das nicht in die Technik geht. Ja, in deinem Fall ja. Ah, ich muss doch noch meine Bahn ziehen. Hinten wird's breiter. Oh. Wer steht hier und beobachtet mich schon wieder? Ich bin am Arbeiten. Ja, das ist ein 1000er Fan. Das kann nur Anton sein.
Jo, der Anton. Weil der Anton macht das. Das passt sehr gut, das kannst du ruhig stehen lassen hier. Das. Okay, weil das wäre ich jetzt nochmal runtergefahren, weil das ja doch ziemlich breit geworden ist. Passt schon. Zieh mal 200 ab, dann passt schon. Der Anton wird mir gar nicht angezeigt. Nee, passt schon. Passt schon. 5-2. Anton, fährst du gerade? Nee. Nein, der kommt durchs Feld. Warte, ich bin gleich da. Ich habe mich nämlich gerade gewundert. Ja, bei mir steht sogar Flügen. Aber komischerweise höre ich, wenn irgendeiner GPS benutzt. Ja. Obwohl das Stream nicht anders bei mir. Obwohl, warte mal, hier oben, das gefällt mir jetzt aber nicht. Das kann ich so nicht lassen, Alter. Das gefällt mir persönlich gar nicht.